Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie heute sehr herzlich aus Jerusalem, der Stadt des Friedens. Seit 1980 wurde hier in Jerusalem die internationale christliche Botschaft Jerusalem als ein Zeichen der Solidarität mit Israel und dem jüdischen Volk gegründet. Seither vermittelt die ICJ Millionen von Menschen auf der ganzen Welt die biblisch-prophetische Bedeutung Israels und des jüdischen Volkes. Gottfried Bühler fährt heute von Jerusalem in den Norden. 2 Stunden Autofahrt entfernt liegt Israels berühmte Hafenstadt Haifa. Die drittgrößte Stadt Israels ist Heimat für rund 300.000 Einwohner. Anziehungspunkt vieler Touristen ist noch heute der Hafen. Nach dem Holocaust war er das Ziel vieler Schiffe mit jüdischen Flüchtlingen. Der Blick auf Haifa gab ihnen hoffnungsvolle Aussichten auf ein Leben in Freiheit und Sicherheit. Ich bin heute auf dem Weg an einen ganz besonderen Ort. Hier wohnen über 70 Überlebende des Holocaust. Seit 2010 unterhält hier die ICEJ mit einer lokalen Hilfsorganisation das Heim für Holocaust-Überlebende. Der Leiter des Heims, Shimon Sabak, ist ein guter Freund der ICEJ. Ich bin jetzt nun hier in Haifa in der Straße, wo sich das Heim für Holocaust-Überlebende befindet. Und hinter mir sehen Sie Bilder. Sie alle kennen diese Bilder. Es sind Bilder aus dem Zweiten Weltkrieg. Heute leben in Israel immer noch ca. 180.000 Holocaust-Überlebende, ein Drittel davon unterhalb der Armutsgrenze. Die internationale christliche Botschaft Jerusalem hat sich entschlossen, vor einigen Jahren diesen Menschen zu helfen und hat hier zusammen mit unserem jüdischen Partner ein Heim für diese Menschen eröffnet. Hier trifft Gottfried Bühler eine herausragende Frau, Shoshana Kolmer. Sie ist wahrscheinlich die älteste Schönheitskönigin der Welt. 2014 wurde sie zur Miss Holocaust Survivor gekrönt. Eine Ehrung für die Frauen, die es geschafft haben, sich von den Nazis ihre Würde nicht rauben zu lassen. Es ist nie zu spät. Unter diesem Motto feiert Shoshana ihren Triumph. Den Triumph des Überlebens. Den Triumph der Hoffnung. Selbst Israels Staatschef Benjamin Netanyahu hat Shoshana mit ihrer Geschichte beeindruckt. Shoshana Kolmer ist eine lebende Legende. Sie hat Dinge gesehen und erlebt, die sich die meisten von uns nicht einmal vorstellen können. Ich freue mich riesig, dass ich Sie heute treffe. Sie sehen gut aus. Tada rabba. Bevakasha. Tada rabba. Man glaubt nicht, ich bin so alt. Wie alt sind Sie jetzt? Ich bin 97 Jahre. Und wo sind Sie geboren? In Tschechoslowakei. Ich sehe noch die Tage und meine Mutter vor die Augen. Sie war 43 Jahre alt und der Vater war 49 Jahre alt. Shoshana Kolmer wird 1920 im tschechischen Munkacs geboren. Ihre Familie ist wohlhabend und erfolgreich. So wächst sie zu einer gut aussehenden jungen Frau heran, die das Leben genießt. Sie haben hier so ein schönes Bild, wo Sie mit einer Pelzjacke drauf sind. Ja, ja. Damals habe ich gut ausgeschaut, schön ausgeschaut. Ich war sehr elegant. Ich bin gegangen nur in Handarbeitsschuhe. Mein Vater war ein sehr reicher Mensch. Das war 3 Jahre vor dem Lager. Wir haben nicht gewusst, dass es kommt, der Lager.
Was ist mit Ihrem schönen Pelzmantel geworden, den Sie auf dem Bild da anhaben? In Deutschland geblieben. Das war der Edelpelzmantel. Wo hat man Ihnen den Pelzmantel weggenommen? In Auschwitz. Es ist auch angeschrieben im Beral, was man zugenommen hat. Das alles hat man zugenommen. Mein Vater hat gehabt $25.000, hat man das auch zugenommen. Es war damals viel Geld. Es war damals sehr viel Geld. Als die Nazis an die Macht kommen, raten Freunde der jüdischen Familie, nach Ungarn zu fliehen, weil es dort weniger gefährlich sein würde. Uns hat man gesagt, dass sie in Budapest kann man sie besser verstecken auf arischen Papieren. Und in Budapest kennt uns niemand nicht. Sind wir nach Budapest gefahren und dort hat man uns gefangen im Bahnhof. Und wo hat man Sie dann hingebracht von Budapest? Nach Kisztarca, in ein Lager 3 Monaten. Und von dort bin ich gegangen nach Auschwitz. Auschwitz war eines der schlimmsten Vernichtungslager der Nazis. Von dort sollte keiner entkommen. Von 1940 bis 1945 waren dort Menschen eingesperrt, um vergast zu werden. Rund 1,5 Millionen Menschen wurden ermordet. Nur wenige überlebten das Vernichtungslager. Children who survived at Auschwitz. Their parents and relatives had been murdered by poison gas. Most of them had forgotten their names. And there was nothing left to identify them except the numbers the Nazis tattooed on their arms. Haben Sie auch eine Nummer bekommen? Ja. 80.277. Wir waren der erste Transport von Ungarn. Man hat gefragt, wer es kann arbeiten. Und ich war immer für die Arbeit. Hab ich gesagt, ich kann arbeiten. Arbeit hat das Leben süß gemacht, so war geschrieben in Auschwitz. Wenn man nicht die Arbeit gemacht, ist man in Gas gegangen. Hat man Sie auch geschlagen? Ja, sehr viele Schläge habe ich bekommen. Noch bei den Ungarn. Und in Auschwitz sind Sie da auch geschlagen worden? Ja. Was heißt geschlagen worden? Wenn ich bin ohne Mantel gekommen. Ich hab nicht gewollt, schleppen den Mantel. Hab ich bekommen Ohrfeige. Was heißt Ohrfeige? Der Mund ist mir zur Seite gegangen. Ich habe bekommen viele Schläge, sehr viele Schläge. Und haben Sie in Auschwitz auch Dr. Mengele gesehen? Wir haben Angst gehabt zu schauen in die Augen von Mengele. Er war sehr schön. Er war sehr schön. Er war wie ein Schauspieler. Ich habe die ganze Zeit Mengele gesehen. Mengele hat mich gesehen. Der Mediziner Josef Mengele war als Arzt in Auschwitz einer der übelsten Verbrecher der Nazis. Mit der sogenannten Selektion entschied er über Leben und Tod. Ja, wir haben gewusst, dass Dr. Mengele nimmt auf Selektionen. Er nimmt zum Gas, das haben wir gewusst. Und wir haben gehört, dass er schon 1 Million Juden getötet. Das hat geheißen Selektionen, weil man gewählt zum Tod. Können Sie mir noch was erzählen über die Selektion? Ja, über die Selektion sind wir gegangen. Es waren 2 Krankenschwestern. Eine links und eine rechts. Eine war geschickt zum Rechten und eine zum Linken, weil es ist nicht die Leben geblieben. Man hat ihn sofort getötet.
Es war ein Zimmer, wo es ist reingegangen, 100 Menschen, und man musste ein Körper drücken und dann ist der Gas gekommen. Die sind gestorben. Man hat sie verbrannt. Im Krematorium. Man hat nie gewusst, wann man geht zu Selektionen. Wir haben Angst gehabt, die ganze Zeit haben wir Angst gehabt, schrecklich Angst gehabt in Auschwitz. Wir haben gewartet, jeden Moment im Tod. Wenn Mengele ist eingefallen so, dann hat er ausgewählt 100 Menschen im Tod rein. Standen Sie auch mal bei der Selektion dabei? Nein. Ich hätte sofort gegangen in den Tod rein, wenn ich hätte dabei gestanden. Ich war sehr mager und ich war sehr klein. Ich war 25 Jahre alt und ich war 23 Kilo. Zu diesem Zeitpunkt ahnt Shoshana noch nicht, dass dieses Foto einmal das einzige ist, was ihr aus ihrer Jugend bleibt. Heute wünscht sie sich mehr denn je, dass die schrecklichen Erlebnisse der Nazizeit niemals in Vergessenheit geraten. Deshalb baut das Heim für Holocaust-Überlebende ein eigenes Museum, in dem die Zeitzeugenberichte der Heimbewohner bewahrt und veröffentlicht werden. Amano, stehen es hier schon bei Boda, aber da, wenn man kommt, die schwone Kilometer halach und beregelt. Gottfried Bühler staunt über den Fortschritt des Projekts, das der Heimleiter Shimon Sabak und sein Team konzipiert haben. Ihre Erzählungen sind auch heute noch so wichtig, dass selbst der israelische Premierminister die Überlebenden zum Holocaust-Gedenktag einlädt. אנשים שאוהבים אתכם, כמו העמותה הנפלאה הזו, העבודה שאתה עושה שימון, ואתם עושים גם כן, אני רוצה שתדעו שאתם בסיפור שלכם, אתם מקבלים את כל סיפור התקומה של עם ישראל. אתם סיפור התקומה של עם ישראל. Eine unvergessliche Ehrung für die Holocaust-Überlebenden des Haifa-Heims. Das gerade entstehende Holocaust-Museum hilft vor allem den Heimbewohnern, sich von ihrer größten Sorge zu befreien. Dass der Holocaust in Vergessenheit geraten könnte. Nach Auschwitz war Shoshanas Leidensweg noch lange nicht vorbei. Als Zwangsarbeiter, was mussten Sie da arbeiten in dem Werk? Ja, ich habe gearbeitet beim Ofen, wo ich habe rausgenommen, der heiße Eisens. Und reingelegt die da in der Presse, wo es hat gemacht, eine andere Zura. Was war das Schlimmste für Sie? Für mich? Dass ich habe nicht gehabt, was zu essen. Wir haben nicht bekommen Essen. Man hat uns gehungert und nicht gegeben Essen. Wir haben bekommen ein Stück Brot, die geschnittene Brot. So ein Stück Brot haben wir bekommen in einem Tag. Das ist schrecklich. Ich schmeiß heute nichts weg, ein Stück Brot. Und nicht kein Essen, gar nichts. Weil Essen ist, ich habe sehr viel gelitten, ohne Essen, jahrelang. Und ich weiß, das ist teuer. Nie mehr Hunger erleiden müssen. Was das bedeutet, wissen die Bewohner im Haifa-Heim sehr zu schätzen. Deshalb wird hier auch besonderer Wert auf richtig gutes Essen und natürlich auf eine schöne, gesellige Atmosphäre gelegt. Shoshana kann noch immer jeden Mittag selbst in den Speisesaal gehen und macht so viel sie kann selbstständig. Ihre Pflegerin Daria kümmert sich sehr liebevoll um sie, auch weil sie weiß, dass Shoshana ihre Eltern so früh verloren hat. Wissen Sie, was mit Ihren Eltern passiert ist? Ja, man hat sie getötet. Man hat sie getötet und verbrennt im Krematorium.
Nicht nur die Eltern, die ganze Familie. Mein Vater war ein sehr reicher Mensch. Und dann hat man alles zugenommen von ihm und hat ihn getötet auf die Straße zum Schluss. Und die Mutter ist in Gas gegangen und die alle neun Geschwister in Gas. Alles ist in Gas gegangen. Ich bin ganz alleine geblieben, ganz alleine. Ich bin in Depression, ich weine viel. Ich weine nach meiner schönen Mutter, 43 Jahre war sie alt. Und der Vater 49. Und neun Geschwister. Neun Schwestern und Brüder. Die haben 5, 6 Kinder gehabt, alle. Wir waren sehr eine große Familie. Was kann man machen? Wir sind gut geboren. Susanna? Ja? Du kannst ein Lied. Ich kenne viele Lieder aus Auschwitz. Schau, das Lager steht so tief in Polenland. Schau, das Lager steht so tief in Oschistab. Dort, wo Häftlinge Frauen bei der Arbeit sind. Dort, wo meine schönste Jugendzeit verging, Posse stehe bei dem Tor und Tag und Nacht, stehe schützbereit und halte stark die Wahl. Die begleiten uns beim jeden dritten Schritt, nur in schönste Träume höre ich nur das Lied. Nur in Träume darf ich in meine Heimat sehen, nur in Träume darf ich meine Mutter sehen. Jetzt bleibe ich sitzen in Gefangenhaus. Leider komme ich nie mehr aus dem Lager heraus. Ich bin doch herausgekommen. Sie sind rausgekommen. Ja, die sind rausgekommen. Aber nicht viele Leute. Ja. Ich weiß nicht, ob sind da 10 Leute, was sind draußen geblieben. Ich sage, dass ich bin rausgekommen, weil ich bin sehr fromm die ganze Zeit gewesen. Haben Sie gebetet? Was heißt, ich bete noch heute. Wann sind Sie nach Israel gekommen? Ich bin schnell gekommen, um 45. Der Onkel hat immer geschrieben, wo geht ihr nach Palästina? Dort ist nicht da was zu essen. Haben wir gesagt, es macht nichts. Wir haben sich ausgelernt, fasten, wir werden weiter fasten. Haben Sie die Staatsgründung miterlebt? Um 48. Haben Sie da auch mitgefeiert? Ho, getanzt in ein Nachthemd. Getanzt auf die Straße, die ganze Nacht. Sie wissen, was das für uns war? Das war alles. Um 48 das Land bekommen. Der amerikanische, wie heißt er? Präsident. Präsident, ja. Hat gesagt, dass die Juden und erst gehört das Land und nicht für die Araber, für die Juden. Haben Sie dann in Israel geheiratet? Ja, in Israel. Ich habe kennengelernt meinen Mann. Er war nicht fromm und ich bin sehr fromm. Und ich habe gesagt, es hat kein Wert, wir sollen zusammengehen, weil ich bin fromm. Hat er gesagt, ich werde fromm sein. Und er ist fromm geworden. Er ist rüber auf die fromme Glauben. Wann ist er gestorben? Er ist gestorben 1991. Sie haben 2 Kinder? 2. Und 3 Enkelkinder. Sprechen die auch Deutsch? Ja. Wir haben zu Hause nur Deutsch gesprochen. Und Ihre Kinder wohnen in Israel? Ja. Einer ist nicht verheiratet. Der Sohn und die Tochter hat 3 Kinder. Shoshanas Sohn Asher ist 63 Jahre alt. Er hat eine geistige Behinderung von Geburt an. Das Haifa-Heim hat auch ihn mit aufgenommen. So können er und seine Mutter Shoshana zusammenleben. Er fühlt sich an der Seite seiner Mutter sicher und geborgen. Gemeinsam mit Daria kann er seiner Mutter oft unter die Arme greifen und ihr helfen.
Geht's Ihnen heute gut? Gut geht es mir nie. Weil ich weine, ich bin in Depression nach meinen Eltern. Das heißt nicht gut. Aber Essen habe ich was. Essen habe ich, das ist sehr gut. Das Essen und alles. Im Haifa-Heim werden gute Betreuung und Gemeinschaft großgeschrieben. Holocaust-Überlebende werden oft von ihrer schrecklichen Vergangenheit verfolgt. Hier im Heim können sie sich über ihre Erfahrungen austauschen. Sie müssen ihre Erlebnisse nicht alleine verarbeiten. Shoshana bekommt oft Besuch. Menschen aus aller Welt interessieren sich für sie und ihre unglaubliche Lebensgeschichte. Was wünschen Sie sich denn? Ich wünsche mir zu sehen weiter das Leben in Israel. Man spricht verschiedene Sachen, man tötet die Juden, aber Gott lässt das nicht zu. Gott passt auf die Juden. Gott hilft uns immer. Jetzt habe ich bei 97 Jahren gehabt, einen Herzanfall. 30 Tage war ich im Spital. Oje. Und Gott hat mir geholfen. Und vielen Dank für euch. Ich weiß, ihr helft uns viel. Das, was ich habe mitgemacht, das ist nicht normal. Ich war in einem russischen Lager, ich war in einem ungarischen Lager, ich war in einem deutschen Lager, ich war in einem tschechischen Lager. Das ist nicht normal, was ich habe mitgemacht. Nicht jeder hat das mitgemacht. Das freut uns, dass Sie noch am Gott Leben sind. Will das zeigen, dass sie soll das erzählen für die Leute, was in Auschwitz war. Deshalb hat er mich im Leben gelassen. Dieses Heim ist ein leuchtendes Beispiel dafür, dass wir uns dafür einsetzen können, dass diese Menschen einen Lebensabend in Würde und Frieden erleben können. Und was mich besonders freut, ist, dass es mit der großen Hilfe und Unterstützung von vielen Freunden aus Deutschland möglich ist, hier mitzuhelfen. Ich jedenfalls habe mich sehr gefreut, dass Sie heute wieder dabei waren. Und ich würde mich freuen, Sie auch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Schauen Sie auf die Webseite www.icij.de. Hier können Sie auch noch mehr Geschichten über Überlebende des Holocaust erfahren. Ich jedenfalls verabschiede mich heute von Ihnen mit einem Shalom.